So, willkommen beim Stream von Assassin's Creed 2. Und die vielleicht dazukommen oder keine Ahnung. Ich streame später wieder ein bisschen Guild Wars 2. Ich garantiere es zwar jetzt nicht, heute zumindest nicht, für heute nicht, aber morgen mal gucken. Stimmt. In der Villa liegt schon wieder Geld. Ey, so wenig fehlt mir noch. Naja, egal. So, dann geht's jetzt weiter mit der Hauptstory. Ezio! Haha! Komm rein, komm rein! Was bringt uns diese. Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent! Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Beeilung, sterbt schon! Ich bekomme Durst! Bene, bene. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Das möchte ich noch mal sehen. Komm schon. Figlio di Troia, genießt die Fahrt in die Hölle. Nur noch einmal, Ezio. Magnifico! Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Hinterland. Hinterland. In die Toskana. Ah, perfekt. Dann kann ich hier noch was kaufen. Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Die Liste anschauen. Interessant.
Oder ich mache lieber die Diebesbilder. Buon viaggio! Perfekt. So. Dann geht's mal los. Jumping Ezio Auditore. Bedenkt auch, ich habe drei falscher Weg, da lang. Okay. Halt mal. Drei Hauptquests? Drei Hauptquests? Vier Hauptquests? What the fuck is that? Also erstmal gehe ich zum Assassinengrab. Oder vielleicht zuerst die Schlägerei, ich weiß nicht. Oh, hier werde ich ja richtig stark gesucht. Willkommen beim Stream! Ah, ich mach zuerst ein Attentat. Erstmal alle Scheißdinger hier. Dann bin ich diese Scheiße los. Ja, du mich auch. Scheiße. Hilfe, Wache! Ein Mörder! Das ist ja ein Dieb. Kommt, liebe Leute. Ich muss fort. Bleib zurück. Er läuft direkt zum Frieden. Das spart uns eine Menge. Warum kriegen die mich? Warum kriegen die mich? Scheiße, die kriegen mich.
und schon bin ich sie losgeworden. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen Attentat tot machen. Aufpassen, ihr könntet mich verletzen. Ah, hier ist ein Schatz. Und hier ist das Gehege. Wen soll ich diesmal töten? Sag jetzt nicht außerhalb. Ich sagte doch, sag es nicht. Scheiße. Willkommen beim Stream. Nur das Ziel töten. Da steht er nicht auf lautlos oder auf laut. Dankeschön. Er flieht. Wiedersehen. Also direkt zum Friedhof. Das spart uns eine Menge Zeit. Ach, das ist es. Und tot ist er. Perfekt. Oh, ich hoffe, es gibt nicht noch ein... Ich wollte gerade sagen, hoffentlich gibt es nicht noch ein Attentat. Und was ist? Noch ein Attentat. Ich sollte mal mein Pferd suchen. Ich bin sicher, was treibt ein dazu? Ich hasse es. Willkommen beim Stream. Alle in der Stadt. Die vier Wachen töten. Das ist alles? Sind ab sofort auch in San Gimignano nur noch die hier geltenden Münzen, Normen und Maßeinheiten zu verwenden. Zuwiderhandlungen Handlungen werden auf äußerste bestraft. Da! Guter Versuch! Oh ja, freilich.